Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Bed Wars. Mit dabei sind Biri und Magnus, die alle in anderen Teams sind. Und wir machen die jetzt platt, Leute, wir machen die fertig. Also wenn wir die nicht fertig machen, dann machen die sich gegenseitig fertig. Das wissen wir alle. Geht das? Du musst dich ausrüsten und mich hauen. Ich meine, du musst dich ausrüsten und Magnus hauen. Das ist ja alles. Magnus hauen. Verwirrt. Magnus hauen. Okay. Miri, wir teamen, ne? Ja, klar. Psst, nein. Kann man sein eigenes Bett abbauen? Ich möchte es fair für euch machen. Oh, bist du gemein. Du bist ein kleiner Mistkerl, weißt du das? Nein, ja. Ich bin ein Magnus. Das ist der Grund, warum Miri sich von dir trennen möchte. Oh, shit. Was? Miri, ich hab's ihn aus Versehen fast gesagt. Ey, der hätte fast gehört, dass du dich von ihm trennen möchtest. Nein, der ist schwer, der ist schon alt. You can open, das sagt die Richtige. Sehr ruhig. Das Traurige ist, ich bin die Älteste gut, okay? hier. Yay. Hey. Flash also, mich nochmal. Körperlich am ältesten. Alter, als Maul. Ich bin auch geistig voll ummachtet. Ich glaube, ich wollte es mal ins Bett ab. Geht das? Nein, nicht ummantelt. Den trage ich nur samstags. Ich bin geistig ummantelt. Genauso wie diese tollen Chicken Wings. Kauft sie euch! Die sind lecker! Ja. Ja, noch Schleichwerbung. Manchmal bestehen sie sogar aus Chicken, wenn ihr Glück habt. Miri, also was willst du? Oh Gott! Miri, das mag ich nicht. Hör auf. Hör doch mal auf, kleine Bitch. Ich dachte, du magst das. Nee, geh weg. Was hast du davor? Aua! Miri! Spam des Todes! Miri! Tod bei mir! Ich hasse dich so. Die Sachen vom anderen? Geil. Ja, das ist hier der beste Server für sowas. Ich muss das nicht sagen. Ich sage das freiwillig. TheVase.net ist der allerbeste Server. Markus, was machst du, du Volldepp? Scheiße, ich dachte, ihr seht das nicht. Was macht er denn, Miri? Was macht er denn? Muss ich ihn schlagen? Wieder muss ich ihn wieder schlagen? Nee, eigentlich hatte ich hatte vor, mich zu gelb rüber zu bauen und von dort zu kommen. Damit ihr denkt, dass mein Bett da ist, aber gut. Hi. Ihr habt dann doch schon eine Distanz gut eingestellt. Bitte bauen! Ja! Danke für das Gold und den Bogen! Hast du den Bogen jetzt? Ja, klar hab ich den Bogen jetzt! Ich bin nicht mal so in der Mitte. Oh, ich glaube, das lasse ich jetzt auch so. Ich war Bunkerman. Miri, ich mag's nicht, dass du jetzt in der Mitte bist. Geh weg. Bin ich in der Mitte? Du bist so eine kleine Bitch. Du bist so eine kleine Bitch. Oh yeah. Ich mag meinen Drachen. Er ist einfach ein kleiner Drache. Das ist ein Dino, du kleiner. Das ist ein Dino. Ich finde schön, dass du mir gleich zwei Schwerter mitgebracht hast und nochmal Spitzhacken. Das ist sehr nett von dir gewesen. IT? Im IT gesagt. Keiner hat hier IT gesagt. Willst du einfach meinen Freund dran machen, dass er dauernd seinen Namen hört? Ja, genau. Daran merkt man jetzt, wer wirklich schwerhörig ist. IT? Sei ruhig, Magnus. Sei einfach ruhig. Bist du sicher, dass er Magnus heißt und nicht IT? Nein. Ja, nein, ich hab ihn noch nie verstanden. Ciao, Miri. Ey. Nicht lang, bitte. Ich würde dir niemals wehtun. Ja. Wir wollten doch Team. Dani, leise, erschwerig. Wir wollten Team. Team. Ja, bei mir. Gute Idee. Oh. Magnus? Kannst du gleich aus dem Hinterhalt. Willst du deinen dicken Arsch jetzt bitte mal irgendwo hinbewegen, wo ich dich töten kann? Nö. Das ist echt gemein von dir. Miri, warum wechseln wir jetzt in der Mitte ab? Weil wir Bitches sind. Wir müssen irgendwie gegen Magnus vordringen. Oder in ihn eindringen, je nachdem, wer von uns jetzt vorgeht. In ihn eindringen? Das sagst du. Du musst ja in den Eingang und nicht vor. Achso, sorry. Okay, am Wochenende. Okay. Ich wollte das jetzt. Also heißt das, dass ich hier den Penis hab? What's up?
Miri, das ist doch von vornherein allen Zuschauern klar gewesen. Ich dachte, ich könnte ein Geheimnis draus machen, dann ein Video drüber machen, damit es ganz viele Klicks bekommt, aber jetzt kann ich... Nein, das war anders geplant. Du wolltest ein Geheimnis draus machen, damit KuchenTV da ein Video drüber machen kann, damit er viele Klicks bekommt. Aber sag doch nicht, dass er mein Bruder ist. Ja, das ist das nächste Geheimnis, was ich ausplaudere, Mensch! Alles deine Schuld. Ich wollte das nicht, Miri. Ich wollte das nicht. Ich glaube schon. Ich werde Magnus jetzt nicht sagen, dass Miri vor seinen Toren steht. Sei doch ruhig. Er baut sich einfach ein. Mir ist mein Zeug ausgegangen. Hinfort! Arme Miri, hast du sie getötet? Nein. Ich bin bei dir. Hinfort! Es tut mir so leid. Nee, 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 nee. Was ist dein Bett? Arme Miri, Alter. Das Bett ist abgebaut. Hä? Nein. Ah! Miri, nein! Es tut mir leid. Ich hatte dein Bett abgebaut, während du zu Marktes rübergelaufen bist. Oh je. Yeah. Das ist gar kein Ich würde sagen, eine Runde geht, aber Leute, das war jetzt so schön, oder? Leute. Ja. Es war so schön. Oh. Es war so schön. Dann, jetzt weiß ich, dass ihr auch Rennerdistanz doch etwas besser eingestellt habt. Okay, doch, für das Fotze. Mal Fotze! Okay. Oh, es tut mir so leid. Warte, ich versuche hier. Nein! Da ist noch jemand, den müssen wir zuerst töten. Tötet, wir gehen jetzt einfach alle raus. Nein, das ist ja gemein. Wir gehen jetzt alle zuerst auf Rot, okay? Nein, es ist Frieden, solange bis Rot tot ist, okay? Okay. Tod für Team Rot. Tod für Rot! Tod für Rot! Mach alle mit! Tod für Rot! Tod für Rot! Magnus, töte ihn bitte mal schnell. Dürfen wir das denn überhaupt? Ja, klar. Ja. Ich meine... Ich bin hier YouTuber. Ja, du. Wollte ich ihm auch sagen. Sie darf das. Nein, das darf man. Tod für Rot! Tod für Rot! Als wenn ich deswegen jetzt gebannt werde hier auf dem Server, dann ich nehme nie wo wieder mit dir auf. Wo du eh nie spielst, wo du spielst. Juckt mich nicht wirklich. Ich spiele sowieso fast kein Minecraft momentan, also von daher. Tod für Rot! Tod für Rot! Am Schluss fickt er uns einfach alle. Wenn er uns alle... Das also, könnte sein, das aber tot für Rot. Nicht rot. Weiß es nicht. Kennt ihr noch unsere Parole? Lapu-Kistan. Achso, nee, warte mal, das war die andere. Lapu-Kistan! Mann. Okay, das kommt mir auf einmal so bekannt vor. Lapu-Kistan, nur er nicht. Ich hab keine Ahnung, von was ihr gerade redet. Ach, das Miri. Du schaust meine Videos nicht, Miri. Du schaust meine Videos so. Nicht. Du schaust nicht die großartige Dani-EP, die du angeblich nachmachst und fakest. Nee, dann bin ich deprimiert, weil du so gut bist. Oh, ich weiß. Ausgeredet? Ich glaube schon. Das sagt Magnus auch immer. Ich hab Hunger. Das sagt er als Nächstes. Darf ich mich vorstellen? Okay, darf ich mich vorstellen? Ja. Wer ist den roten Töten? Mein Name ist Geronimo Röder. Ich baue hier. Das ist sehr das schön. Das ist mein Grundstück. Du weißt doch, dass wir gerade noch zusammenarbeiten, oder? Ich bin schon. Ja, deswegen komme ich da. Ja, wir töten uns Miri, bist du das? Euch nicht. Bist du das, Miri? Ja, ich töte euch nicht. Aber warum bist du rot? Ja. Wo bin ich denn jetzt? Warum hast du rote Klamotten? Das bist du gar nicht. Gelb. Ja, wer ist denn das da, wenn sich da rüberbaut? Also der eine ist der andere, der Rote, weil ich sehe ihn auch und Miri ist unten. Wo ist der denn? Der hier! Ach so! Wie wär's mit dem, der mich gerade angreift? Leute? Wir werden noch gebannt. Ja, bitte. Töten ihn, töten ihn, töten. Ja, ich hab mal nichts damit zu tun. Jetzt geh rüber, ich warte. Geh weg. Tod für... Ah, wir müssen jetzt eigentlich ihn angreifen sofort. Warum haben wir nicht angegriffen? Ja, komm mit. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich versuch's. Also ich bin gerade irgendwie wieder zu Hause. Okay, dann lass uns angreifen. Ja, komm mal mit, ich hab eine Spitzhacke. Ich mach mir Miri, jetzt wo bist du? Ja. Komm, bist du? Ich bin bei ihm. Ich komme, halt ihn auf. Töte ihn, Ein Schwert, ein Schwert.
Töte ihn! Geht doch nicht, ich hab doch kein Schwert, du. Ach so, töte ihn! Miri! Ich kann nicht, ich hab nur eine Spitzhacke. Magnus, komm! Warum hast du kein Schwert gehabt? Ja, ich bin nur dabei. Ja, weil ich nur eine Spitzhacke besitze, ich bin arm. Und ja, der Wasserfall ist Eisen. Magnus! Ja, ich komm grad. Chill hier. Ein bisschen kiffen? Ein bisschen kiffen. Ich liebe es. Mann, ich hab's als Audio. Heroin-Nomen, genau. Wir können auch ein bisschen Heroin-Nomen. Heroin ist zwar schon ein Nomen, aber das können wir noch weiter ausbauen. Wer Nomen ist auch. Versuch doch nicht immer lustig zu sein. Du bist es einfach Fick dich, nicht. Miri, hast du irgendwas zu essen? Du mich. Warte. Ich bin eine Frau. Wisst ihr? Warte, ich muss mich kurz zurückziehen. Ich bediene ein Klischee. Ich bring ein Essen. Ich bediene ein Klischee. Da steht wer, kommt ihr da? Oder bist du da? Nee, ich chill hier gerade. Achso, okay. Wir dürfen das. Wir Koch haben das. YouTube. Power. Auch Essen. Power. Ja. Ach, verdammt. Drei Steak für dich. Geht das? Ach, das geht noch. Dann schaute dich den schönen Augen an. Hat vor mir rumgefressen wie so ein richtiger Schwein. Bist du da? Ja. Miri! Könnte ich auch noch was zu essen haben? Sorry, ich habe Klick-Tourette. Vielen Dank. Jetzt kannst du was in die Beschreibung. Jetzt gehen wir vor. In den Titel. Los, geht ihr vor. Dani, Dani. Da steht eine Wand. Eine kleine Wand. Hilfe. Oh, Magnus. En garde. Bin tot. Tötet ihn, tötet ihn. Er ist tot. Ich häng fest. Ja, was ist denn das Bett? Hä? Ja, ich mach das Bett. Hinter ihm. What the fuck? Okay, ich mach das Bett ganz schnell und ihr tötet ihn. Ihr tötet ihn weiter! Nee, wir töten ihn nicht, weil er wegläuft. Ich wusste nicht, wenn ich an dich laufe. Ja, ich ist kaputt. Mach es, tu es. Tötet ihn! Ihr schafft es. Tötet ihn! Ich hab ihn getötet. Er ist tot. Er kriegt noch einen Teil davon. Lappen. Dann würde ich sagen, wir gehen alle auf unsere Bases und dann geht es los, okay? Ja. Okay. Ich bin ja schon bei meiner Base. It's all about the base, but the base. Ich geh jetzt zu meiner Base ganz kurz noch. Warte, ich weiß nicht, wo meine Base ist. Ich geh mal. Oh, Miri! Gelb! Ja, wo sieht Miri, man das denn? Ihre Farbe ist gelb. Es steht ja, vor der Echse. Ne, also wirklich. Wo gibt's Eisen? Hier. Okay, lass erstmal ausrüsten. Ach, Dani. Ach, Miri. Ich bin gleich unfair. Irgendeiner hat Gold. Ich nicht. Miri hat dich Gold geholt eben. Nein. Ich bin unfair. Ich will erstmal was essen. Ich muss regenerieren. Seid ihr dann soweit eigentlich? Also ich bin in meiner Base. Ich bin zumindest Base. Aber bereit bin ich nicht. Nein, okay. Wir legen jetzt los. Würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los! Dani steht vor meinem Bett und baut es gerade ab. Das stimmt doch gar nicht. Ich stell nicht mal vor. Ja, aber ich könnte es mir richtig gut vorstellen. Der einfach los hat. Ich habe mich selbst angezündet. Oh Gott. Ja, Miri ist echt eine Heldin. Sehr ruhig. Niemals. Weißt du, Dani darf mich beleidigen, aber du? Nein. Nur beim Aber er hat dir doch ein Kompliment gemacht. Er hat gesagt, du bist seine Heldin. Eigentlich echt so. Mag mich so ruhig. Nein, wirklich. Nee, weißt du. Halt einfach nicht besser. Das kann so nicht weiter. Okay, Stress, wo ist er? Es hat ihn sehr, sehr traurig gemacht gerade. Sehr traurig. Sehr traurig. Mehr als nur sehr traurig. Mehr als sehr. Bin jetzt depressiv. Jetzt ist er depressiv. Alter, warum hast du Gold? Der gerade ein Angriff. Du bist ja die Schlampe! Du bist ja diese Schlampe! Nein! Du hast dir Gold geholt! Ich dachte, du bist Magnus! Ich sehe nicht männlich aus! Ich bin nicht männlich, du Furze! Und dann jetzt hab ich Essen. Ich wollte eigentlich zu Magnus seiner Base! Sie ist die blaue Rüstung an, um Magnus zu irritieren. Eigentlich wollte ich zu Magnus seiner Base! Ich hab mich nur verlaufen, Das war echt unfair. Dani, du hattest einfach nur Sehnsucht nach mir. Du wolltest mich einfach nur sehen. Ich wollte doch zu Magnus! Wolltest du nicht. Oh Mann, war das...
Komm schon, das ist unfair. Ich hab scheiß Blöcke vergessen. Und auch keine Spitzhacke dabei gehabt. Das war echt blöd. Das war gemein. Mir rennt einfach Gold aus der Mitte, gut, das war genauso gemein. Echt so. Hey, es gab keine Regeln, das hat keiner gesagt. Oh, das hätte sie uns einfach sagen können, wie viel Gold sie hat, dann hätten wir uns das einfach holen können noch. Ja, es wäre so unfair einfach. Ja, ihr könnt euch... Wollt ihr jetzt Gold holen? Dann könnt ihr euch holen. Nein! Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Miri? Ja, jetzt letzte Chance. Ja? Hör auf damit! Hör bitte auf! Ja, wie gesagt, willst du dir Gold holen, dann hol dir. Ja, ich will mir Gold holen, ich will mir Gold holen, ich will mir Gold holen! Okay, dann hol! Hol! Ich ja, wette mal, das... Während du hier auf meiner Base stehst und meine Sachen kaputt machst, soll ich mir Gold holen? Hol dir Gold. Miri, warte, das ist riskant hier zu stehen. Ja, holt euch Gold. Ja, weißt du, wie wies das gerade ist? Du stehst hier an meiner Dings, wenn ich mich gerade ausrüste oder sonst was. Magnus Frieden, ich mach nix, ich töte dich nicht. Hol dir Gold. Pass nur auf, damit kein Hacker reinkommt. Kann dir jemand Blöcke zuschmeißen? Was? Ich hab grad selbst keine. Sag was hinter dir. Da. Ah, hallo, danke. Da. Vielen Dank. Sehr ich möchte mir auch nochmal Gold holen, darf ich? Ja, mach. Wie fair wir einfach sind, ist doch nicht schön. Also außer zu den anderen Roten, der war aber auch scheiße, ernsthaft. Ja, ist echt so, der war direkt voll beleidigt. Der ist total beleidigt, nur weil wir geteamt haben, das war total unfair. So, ich hole mir jetzt Gold. Und dann wahrscheinlich baut Miri sofort, wenn ich Gold habe, mein Bett ab. Ich weiß es einfach. Ich weiß. Die ist gerade in der Mitte, also von daher. Magnus, oh mein Gott, Alter, wie das aussah. Leute, hier ist kein Gold. Dann warte. Ich war ja auch gerade noch da, Portion. Von daher. Ja, aber hier ist keiner. Hallo, Dani. Hi, Dani. Ich würde gern Gold haben. Oh, danke schön für das, was ich nicht brauche, du Bitch. Warte, hier ist Gold, hier ist Gold, hier ist Gold. Okay, warte. Komm ich irgendwo hoch? Ich kann hier irgendwo hoch, ich kann hier irgendwo hoch, ich kann hier irgendwo hoch, ich kann hier irgendwo hoch. Tja. Wo ist mein Zuhause? Grün. Ich glaube, das bin ich. Nein. Yay. Wo ist mein Zuhause? Bist du nicht. Jetzt hast du auch noch Alzheimer, oder? Du bist blau. Oder rot, oder irgendwas. Du bist irgendeine komische bist Farbe blau. Auf jeden Fall. Du bist eine komische Schwulenfarbe. Es tut mir leid, ich dachte, ich wäre grün. Markus ist grün. So, können wir uns jetzt mal ganz kurz nochmal ausrüsten, jetzt wo wir alle die gleichen Chancen haben. Ja, dann rüsten wir uns noch kurz alle aus. Ich oh mein Gott. Bisschen kiffen. Und das und dann das und dann... Und dann bin ich auch ausgerüstet, ja. Jo, ich muss ja mal was essen. Weil mit Essen sieht es bei mir gerade doof aus. So. Und, dann wäre ich soweit. Okay, ich auch. Dann let's go! To the mall! Total! Gerade voll ein Ohrwurm. But I would work 500 miles and I would work. Das habe ich meine Auto-Playlist hinzugefügt. Ja, mag man es auch. Das gehört da auch rein. Ich werde das auch mal auf einer Fahrt zu dir, Miri, werde ich das auch die ganze Zeit hören. Wobei eine Fahrt zu Dani wäre da noch schlimmer. Weil es länger dauert. Oder eine Fahrt von Miri zu Dani. Hui. Yeah. Ja, du würdest geil. Uns besuchen kommen, Miri? Oh, Miri leckt voll! Miri! Okay, ich gebe komm, auf! Komm, ich spiel jetzt noch mit dir. Nein, ich spiel jetzt noch mit dir. Ich will nicht, dass du mit meinen Gefühlen spielst! Was hast du für ein Knockback, Mädel? Hacker, 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 Cheater, ja, Hacker, Hacker! Nein. Anstatt dass sie wegrennen, versuchen, um irgendwie zu überleben. Oh, das ist eine gute Idee. Oh Mann. Schau, Miri. Warte, ist mein... Oh, ich bin nur ein Spectator. Du, Magnus. Jetzt kommst du stimmt, dran. Stimmt, da war ja was. Ich wollte gerade weglaufen. Warte, ich muss es mit Magnus noch ein bisschen spielen. Ich brauche Gold. Ja, auch einen Bogen. Deswegen brauche ich jetzt noch ein bisschen Gold. Macht mal hinne. Okay, ich beeil mich. Warte, wo bist du denn?
Ich weiß es nicht. Bist du da? Ich glaube da. Er ist ganz Feigling-mäßig in seiner Base. It's all about the base, about the base. Baum! Ja, genau, Baum. Miri, jetzt greif ihn an oder stirb. Aber mach Alter, irgendwas. Alter, mich hat getroffen. Aimbot! Nee. Einfach nur gut. Und Miri holt sich zum wiederholten Male Gold, weil sie keine andere Chance hätte sonst. Ja, wenn er hier mit dem Bogen schießt, da habe ich Angst. Nee. Oh. Meistens spiele ich jetzt Dani. Ich bin ja Daniel für 2.0. Also gehe ich jetzt in meine Base. Lebt da jetzt für mein Leben. Im Gegensatz zu dir cheate ich nicht. Oh. Hast du gerade deine Base? Plünderst du gerade meine Base? Hä, was ist da? Ja. Miri. Dani. Das ist gemein. Ich geh zu Magnus, der ist netter. Der ist okay. Ist einfach okay. Da- oh, Magnus, hör auf. Magnus wagt den Vormarsch. Magnus ist so ein Arschloch. Ein bisschen sterben. Mag, wo ich hin muss. Magnus hat der Tyrannin Miri das Ende vorgesagt. Jetzt kriegt er das Ende. Man kriegt gar keinen Fallschirm von einer Perle, ist ja geil. Und Miri tötet jetzt das Bett von Magnus. Es ist ein Betterkrieg. Man könnte auch sagen, ein Bettwurs. Töte ein Bett. Jetzt ist es fair. Go, go, Miri. Miri ist der gelbe Power Ranger und Magnus der grüne. Ah! Und Miri ist feige. Ja, Mann, Bodo, hör doch mal auf hier. Luftüberwachung 360 Grad. Noch was Geiles in deiner Base? Nö. Vor Eisen bestimmt. Sie ist runter zum Eisengang. Wirkt Magnus den Vormarsch jagen? Verstarten? Wagen? Irgendwas? Alter Fotze. Hast du mich gerade Fotze genannt? Man sieht die Angst in diesem wunderbaren Gesicht von Mr. High 554. Geradezu wunderbar! Seine Angst. Habe ich Pfeile abgeblockt? Magnus, hast ich du? Beschütze dich! Was jetzt lustig wäre, wenn ich jetzt keine Blöcke mehr hätte. Ja, dann wollen wir einfach keine Blöcke mehr. Doch, ich hab Blöcke. Kämpf um Leben und Tod. Ah! Miri hat gewonnen. Aber ich sag Frauenpower, einmal ich, einmal Miri. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Magnus, du Opfer. Tschüss. Tschüss.